Hey, ich bin Edgar von den DocSpotters. Neben mir sitzen Alexandre Pohwels und Elisa Mischto, die RegisseurInnen des Films Moderat – The Last Days. Danke erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie habt ihr denn Moderat für euch entdeckt? Naja, die sind in Berlin schon sehr bekannt, und die waren auch bekannt in unserem Freundenkreis. Und die Musik kannten wir ja schon seit viele, viele Jahren eigentlich. Was genau hat euch denn dann bewegt, Moderat für eure Doku auszuwählen? Die Musikbusiness, aber vor allem diese Elektromusikbusiness, ich fand es sehr chauvinistisch. Und hätte ich damals nie gedacht, ich würde gerne einen Film darüber machen. Dann bin ich aber mit denen auf Tour gegangen und habe ich bemerkt, dass diese Männerdynamik und diese Gruppendynamik und diese Freundschaft viel komplexer ist, als was ich am Anfang gedacht habe. Und die viel mehr in Frage stellt, auch eine gewisse Idee von Männlichkeit und der super Elektro-Group, wo die alle Männer sind und so cool und Gewinner. Und da habe ich gedacht, okay, das ist auf jeden Fall eine viel interessantere Geschichte dahinter, als was ich am Anfang dachte. Und dann habe ich Alex davon erzählt und er fand das auch toll und haben wir entschieden, zusammen das zu machen. Also, ich wollte noch sagen, bei mir war es ein bisschen, ich habe Moderat ein bisschen später kennengelernt. Ich habe tatsächlich durch Elisa Moderat kennengelernt. Und eigentlich habe ich auch gedacht, so, ach ja, eine Geschichte über Männer, die auf Tour gehen und was sie dann so bewegt und so. Das hat mich nicht so, hätte mich am Anfang nicht so sehr interessiert. Aber dann hat Elisa mir eben erzählt, wie sie mit denen auf Tour war. Und es war so spannend. Und so, so widersprüchlich auch, also so, dass wir plötzlich gedacht haben, da steckt was total Interessantes drin und darüber müssen wir mehr erzählen und nicht einfach nur ein Porträt der Band machen, sondern wirklich eine Geschichte erzählen, die tiefer geht. Wie sah denn dann am Ende eigentlich die Interviewsituation mit Moderat aus? Wir haben nur auf Tape-Recorder gedreht, also wir haben uns entschieden, keine Kamera zu benutzen und das hatte unterschiedliche Gründe. Das erste technische Grund war, dass ich allein auf Tour war mit denen und wir hatten extrem wenig Zeit, das alles zu organisieren und wir dachten einfach, dass es viel einfacher jetzt nur auf Tape das aufzunehmen, als jetzt so mit einer Kamera und Lichter und dann musste jemand mitkommen auf Tour und so weiter. Aber im Nachhinein haben wir auch lange darüber gesprochen. Ich glaube, das hatte auch ein bisschen freudianische unbewusst Gründe, warum wir das so gemacht haben. Und ich glaube, das hatte viel damit zu tun, dass wir instinktiv gedacht haben, wenn keine Kamera da ist, ist eine völlig andere Art von Interview. Weil man vergisst einfach auch, dass man aufgenommen wird. Und es ist viel mehr eine private Unterhaltung, als wenn die Kamera da ist, egal wie gut man sich kennt. Also wir fanden, das war für eine Band-Doku halt sehr ungewöhnlich, also den Stil, den ihr gewählt habt. Ihr habt euch ja weniger auf die Band Moderat konzentriert, sondern mehr auf die drei Leute als Individuen, die dahinter stehen. Was hat euch beide denn eigentlich dazu bewegt, das Ganze am Ende so zu drehen? Wir wollten ganz bewusst einen reflektiven Moment der Künstler einfangen. Und das führte genau zu dem, was Elisa gerade gesagt hat, nämlich, dass wir gesagt haben, die Interviews, wenn die Künstler sozusagen reden, über sich reden, über die anderen reden, über ihre Zeit auf der Bühne reden, darüber reden, wie es ist, gemeinsam Musik zu machen, gemeinsam auf Tour zu gehen. Das wollten wir so authentisch wie möglich einfangen. Und das erschien uns halt tatsächlich am besten, ohne Kamera zu machen. Und gleichzeitig wollten wir aber das Gefühl auf die Leinwand bringen, dass diese Menschen, dass Künstler, die auf die Bühne gehen, ja immer diese beiden Seiten mit sich rumtragen. Ja, die sind Künstler, aber die sind natürlich auch einfach Individuen, die darüber nachdenken, wie das Leben auf Tour ist, wie es wieder zu Hause ist und die einen relativ starken Kontrast erleben, den wir alle so gar nicht nachvollziehen können, wenn man das nicht wirklich miterlebt hat. Das war eigentlich die Idee, nachdem wir alle Aufnahmen angeguckt haben und gesehen haben, was wir da für unterschiedliche Welten auch eingefangen haben. Und Moderat oder diese drei Künstler, die zu diesem Bandprojekt ja zusammenkommen, die machen ja auch alle alleine auch Musik, stehen auch alleine auf der Bühne, aber eben auch als Moderat zu dritt.
Die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Und das sieht man, glaube ich, in dem Film. Und das ist das, was uns interessiert hat. Stilistisch habt ihr das Ganze ja in Schwarz und Weiß beinahe ausschließlich abgedreht. Was hat euch denn am Ende dazu bewegt, das Ganze in Monochromatik zu drehen? Also es war nicht geplant, schwarz-weiß. Wir hatten eigentlich, haben wir gestern darüber gesprochen, wir hatten wunderschöne Farbe, vor allem diese Waldbilder, so vor allem wo Sascha läuft durch den Wald, da war der Moos, war extrem grün, es ist wunderschön. Und daher war wirklich nicht am Anfang eine ästhetische Entscheidung, sondern in diesem Film, also in den Editing-Prozess sind wir wirklich so von Komplexität zur Einfachkeit gegangen, also von viel zu wenig, so von Exuberanz zu Minimalismus. Und wir haben so peu à peu bemerkt, dass wir uns sehr konzentrieren wollen auf diese Interviews. Das ist die Stärkste des Films, das ist auch das Herz des Films. Und wir haben versucht, alles, was unnötig ist, rauszulassen. Und dann irgendwann waren sogar die Farbe. Und am Anfang waren nur diese so Slow-Motion-Bilder auf Schwarz-Weiß. Und dann den Editor hat den Effekt vergessen. Und auf einmal war der ganze Film Schwarz-Weiß, kurz wirklich vor Ende des Editing. Und wir haben gedacht, nee, das ist, eigentlich muss wirklich Schwarz-Weiß sein. Also das war tatsächlich ein Erweckungserlebnis, als wir das gesehen haben. Da haben wir gedacht, so wow, ja, so kann man die Geschichte erzählen. Und das ist der richtige Rahmen für die Geschichte. Nun, um das kurze Interview zu beenden, würde ich gerne noch fragen, habt ihr denn jeweils einen Lieblingssong von Moderat? Mein Lieblingssong ist nicht mehr im Film, glaube ich. Das ist The Last Time. Doch, das ist Ist, ein. Es, genau, stimmt, ganz am Ende, am Abspann, ja. Ist auch meine Lieblingssong. Dann bedanke ich mich erneut, dass Sie für dieses kurze Interview Zeit gefunden haben. Und falls ihr jetzt noch Lust auf den Film Moderat The Last Days bekommen habt, könnt ihr den euch gerne noch am Mittwoch, Samstag oder Sonntag auf der Dock Leipzig ansehen.